Ja. Dass die Zuschauer schon gesehen haben. Ja. Aber um Feuerwerk übrigens, an dieser Stelle mal frohes Neues, da war ja was. Ups. Ja, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, wird es wahrscheinlich so der 22. sein, schätze ich mal. Na gut, kann man auch sagen. So, und jetzt nehme ich die Drohne, die das Ding abgesetzt hat, hops. Ja, da aufgrund sehr vieler Vorarbeit für ein verhältnismäßig kleines Projekt momentan nichts kommt, darf ich das ruhig mal hier mal ausnutzen. Ja? Sag mal, wo ist denn? Ich sag nur so viel. Ich habe nämlich inzwischen hier zwei 3DS rumliegen und eine davon hat eine Capture Card. Mehr verrate ich dazu nicht. Also Sie wissen, was für eine Art das Projekt ist, aber noch nicht welches. Genau, es werden genau zu sagen, werden zwei Projekte wahrscheinlich werden. Ein Projekt, wo ich jetzt gerade extrem Vorarbeit leisten muss. Das wären dann aber immer so 10 Minuten Videos. Und dann ein Projekt, wo ich nebenbei jetzt hier schon am Aufnehmen bin, wo ich aber definitiv zu Ende aufnehmen möchte, weil ich hole gewisse Dinge nach und die sind blind und ich mag mich nicht spoilern lassen, weil das ist mir jetzt dann schon ein paar Mal passiert. Und deswegen nehme ich jetzt komplette Projekte immer im Voraus auf, die ich absolut nicht kenne. Wenn das jetzt keine Blind-Projekte wären, dann wäre es eine Busch, aber so. Da hatte ich das vorbeigeschossen an der Drohne. Hab ich, jetzt fällt mir gerade ein, habe ich eigentlich noch, ach, das war die Schrottdrohne. Na, super. Also, du hast noch eine Drohne dran, aber die ist Schrott, oder wie? Nein, ich habe gerade eine Drohne anvisiert, die, Schrott war bereits. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich Raketen ins Sichtfeld abgeschossen, so ein Scheiß. Wo ist der große Kahn? Wo ist der große Kahn noch, der zweite? Der sich hier noch rumgetrieben hat. Ich glaube, das große grüne Viereck. Nein, das große grüne Viereck, das ist groß und grün. Ah, ach so, groß und grün heißt, ist meins. Ja, da war ja was. Ich suche das große rote Viereck. By the way, groß und grün. AMD hat jetzt, weil wir gerade eh so ein Weltraumspiel spielen, AMD hat jetzt eine Engine entwickelt, die primär für die Grafikkarten von AMD ausgelegt sind. Aber haben eine Engine entwickelt, die soll extrem gut in der Berechnung sein und die haben eine Tech-Demo rausgebracht. Und zwar diese Tech-Demo, das ist eine Weltraumschlacht. Jedes Objekt hat eine eigene Lichtquelle und wird eigens berechnet. Auch jeder Schuss und so weiter und so fort. Zum Beispiel der Laser, wie man es beim Auto sieht. Das wird eigens berechnet. Und man muss dazu sagen, bei dieser Tech-Demo, das haben sie auch clever gemacht, jedes Objekt, das sind Schiffe, entscheidet selbst, was ist mehr Gefahr, auf was schieße ich, weiche ich aus und so weiter und so fort. Und das Besondere an dieser Tech-Demo ist, das haben die mit 10.000 Schiffen gemacht. Das heißt, 10.000 Schiffe, zwei, drei Großkreuzer oder vier Großkreuzer und zwei kleinere sausen da rum. Und das ist halt auf einer AMD-Karte gelaufen und dann haben sie halt demonstriert, was passiert, wenn ich da Ignoring einschalte, ausschalte und so weiter und so fort. Ab wann fängt es an zu ruckeln und so weiter und so fort. Das war extremst beeindruckend. Und ich hoffe, dass ich später den Link finde und ich hoffe, dass ich es auch nicht vergesse. Dann hauen wir den Link mal in die Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch das mal selber ansehen. Und wenn das wirklich kommt, freue ich mich wirklich auf ein Strategiespiel, von mir aus auch im Weltraum, was diese Engine hat, weil dann macht es richtig Spaß. Weil mit einer 4 GB DDR 5 RAM, laut, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, laut Artikel, so etwas hinzukriegen, ist echt beeindruckend. Das ist, glaube ich, wenn ich das... Also wenn es das wie die Engine ist, ne, die ich denke, na, oder zumindest die Technik ist, die ich denke, dann ist das so eine Sache, die, wo AMD sagt, das ist völlig offen, da darf jeder gerne mitwischen. Ne? Bloß halt, AMD sind halt jetzt die Vorreiter, weil sie es zusammen mit jemand anders entwickelt haben. Also ich weiß, muss gestehen, ich weiß leider auch, ich weiß nur, dass es primär von AMD war, das weiß ich noch, also oder AMD, wo es vorgestellt hat, aber ich weiß nicht mehr, mit wem es
zusammen entwickelt hat, mir ist bloß gerade eingefallen. Und wenn ich den Artikel finde, ich meine, der war auf Gizmondo. Dann schicke ich Otto auf alle Fälle mal einen Link, dann, oder zumindest ist das YouTube-Video, und dann könnt ihr euch das mal angucken. Englische Sprache übrigens, nebenbei erwähnt. Das sollte kein Stör. Aber wenn man sich das schon anguckt, ist es beeindruckend. So, jetzt kümmere ich mich um die Drohnen von dem Schiff, nachdem ich das Schiff erstmal bewegungsunfähig geschossen habe. Wie Doc wahrscheinlich inzwischen sehen dürfte. Jo. Ja, es ist, ich muss sagen, die Verzögerung an sich hat nachgelassen. Ich habe halt hier bloß ab und zu mal Frame Drops. Ja, aber wenn die Verzögerung nachlässt, dann wirst du am Anfang dieser Verzögerungsnachlassung auch Frame Drops haben. Deswegen. Und jetzt wissen die Zuschauer, was wir meinen mit Quatschen, weil wenn ich jetzt sehe, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde rumgebracht, das ging wieder weg wie nichts. Ja, das ist das Schlimme daran. Wir fliegen schon wieder so hässliche Drohnen hinterher. Dann schieße ab. Ja, das ist das Problem. Die lassen sich nicht so einfach abschießen. Ich habe jedes Mal irgendwie das Bedürfnis, dazu sagen, ich bin ein Co-Pilot. Ich steig mal oben. Wie bei Star Wars. Diese schöne runde Fighter da von Han Solo, Schlagdichtung, wie der immer heißt. Da gibt es ja auch so einen schönen Gefechtsturm. Das wäre cool, wenn du irgendwie so zwei Spieler wärst und da oben Geschäftsturm, vor allem den Gefechtsturm hast, dass einer fliegt und der andere feuert einfach mal aus allen Rohren. Ja, sowas wird vielleicht mit der Zeit kommen. Das wäre mal so ein lustiges Ding. Aber nur mit der Zeit könnte das kommen. Ja, siehst du ja sowieso, das ist der neue Engine und ich denke mal, dass die nur Bug fixen. Das hat einen ziemlich guten Grund sogar, weil lieber habe ich eine Engine, die erstmal bugfrei ist oder ein Game, was bugfrei ist und mache erstmal Bugfixen ohne Ende, bevor ich da irgendwas Neues anfange und dann der eine Bug greift und dadurch das andere verbuggt ist. Ich meine, wie lange ist das Spiel jetzt raus? Ich glaube ein halbes Jahr, oder? Circa. Was war es? Oktober, November, wo es rauskam? Irgendwie so. Achso, eigentlich nur ein Vierteljahr. Also ich schätze schon mal noch ein viertels Jahr werden sie wahrscheinlich noch Bugfixen machen und dann werden dann diese erstmal primär die gewünschten Features von der Community kommen. Oder wer weiß, vielleicht basteln die ja schon an irgendein Add-on, weil ich weiß ja wie viel Otto zockt, ich weiß jetzt nicht, ob inzwischen einer das Game storytechnisch schon durchgezockt hat. Das haben schon viele durch. Auch schon viele durch. Die Story ist gar nicht so lang. Aber weißt du, das Spiel ist halt trotzdem primär, Open World und so, ne? Also, das kann ich dir jetzt halt hier schlecht zeigen in dem Spiel, weil das wirklich jetzt nicht so der Hammer ist, was das betrifft, ne? Aber, die alten Teile, da kann ich dir mal irgendwann mal zeigen, was man da alles kann. So. Und damit hat Otto indirekt ein Special angekündigt, mal einen anderen X-Teil zu zeigen, was da alles nochmal war. Was heißt Special? Ich habe schon irgendwann vorher mal gesagt, dass ich das vielleicht noch kommen werde. Das habe ich in, glaube ich, der ersten, zweiten, dritten Folge sowas schon mal gesagt, dass ich die anderen Teile unter Umständen noch nachliefern werde. Stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. Also von Special war nicht die Rede. Nur meine Pläne mit dir waren vielleicht jetzt das als Special mal reinzukloppen. Ja. Zwischendrin. Das, was ich dir vorhin erzählt habe. Dann wären die nächsten Tage nicht diese Folgen hier gekommen, sondern quasi als Special mal eine Runde X3. Aber einfach nur, um Doc wieder reinzureißen. Genau. Mit seiner Begrüßung. Genau. Ja, man muss sagen, das, was wir jetzt hier machen, ist ja auch relativ spontan. Das ist allgemein, das ist immer ein bisschen spontan, wenn wir dann gemeinsam aufnehmen. War ja eigentlich von uns aus gesehen vor 9 oder 10 Folgen geplant, dass wir wieder gemeinsam aufnehmen, aber zeittechnisch ist es manchmal ein bisschen schwierig zusammenzukommen momentan. Ja, das macht aber auch nichts. Ich kann ja auch alleine mit mir aufnehmen. Jetzt wäre so ein Forever Alone Smiley perfekt irgendwie. Das würde jetzt irgendwie passen.
jetzt baller ich hier einfach. Die sind echt lästig irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, die sind auch gerade der Hauptgrund, warum ich dieses Schiff noch nicht enter. Okay? Ja. Das Schiff hatte einfach zu viele Truhen. Eigentlich bräuchte ich jetzt selber Drohnen, weil sonst würde ich schon, hätte ich schon längst eine Funktionalität aktiviert, ne? Und die hätten mir das. Das habe ich nämlich bei der ersten, bei dem ersten Träger, den ich geentert habe, gemacht. Da habe ich alle Drohnen, die ich hatte, gestartet, also alle angreifenden Drohnen, die haben mir die Drohnen vom Hals gehalten. Ah, okay. Als Ablenkungsmanöver quasi. Ja, genau so war das gedacht. In der Zwischenzeit konnte ich mich um das Großkampfschiff selber kümmern. Was natürlich gleich noch ein bisschen reinzieht, ist die aktuelle Framerate, die ein bisschen für den Arsch ist. Trotz extrem guter Grafikkarte. Ja, aber das ist auch so eine. Das ist auch irgendwie dieses Spiel, dass die Grafikkarte scheißegal ist, was für eine Leistung die hat. Es kommt tatsächlich auf. Bei vielen läuft es flüssig und haben schlechtere Grafikkarten als ich. Bei dann wiederum sehr vielen läuft es so wie bei mir, dass es zwischen 15 und 20 FPS hat und ansonsten aber haben Top-Grafikkarten. Ja, ich würde mal fast die Vermutung anstellen, dass diese Leistungseinbrüche primär auf AMD-Grafikkarten sind. Das kann unter Umständen tatsächlich sein. Dass die Entwickler primär auf DirectX programmiert haben. Sowieso. Macht ja auch irgendwo Sinn, obwohl AMD verhältnismäßig weit verbreitet ist. Ja, und AMD unterstützt ja DirectX, aber. Ja, aber ich glaube, es ist nativ, oder? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Da bin ich nicht so drin, muss ich gestehen. Also ich weiß nicht, ob da wer da wie, inwieweit das wie weit DirectX auf Nvidia oder AMD gut läuft oder schlecht läuft. Na? Das weiß ich jetzt nicht. Müsste man mal bei Gelegenheit machen. Aber weißt, andere Spiele, die aber an DirectX kann es ja selber nicht liegen, weil ich, wenn ich jetzt nur mal das Wort Battlefield in den Raum werfe, oh ja. Das ist auch auf DirectX programmiert. Sogar auf DirectX 11 und es läuft auf AMD-Karten flüssig. Flüssiger als das hier, manchmal. Ja. Meistens. Also ich habe jetzt noch nicht groß ausprobiert, aber Battlefield 3 konnte ich, glaube ich, mit mindestens 60 FPS durchgängig zocken. Manchmal ein paar Frame-Einbrüche, aber eigentlich keine schlimmen. Ja, während ich komischerweise das Problem hatte bei Battlefield, wir haben ja, Otto und ich haben ja wirklich genau den gleichen Rechner. Hatte ich das Problem, dass ich ab und zu mal einen Plus-Screen hatte. Und mit der Meldung war das echt tatsächlich am AMD-Grafiktreiber. Ja, du hast aber auch eine andere AMD-Grafikkarte als ich eingebaut, nachträglich. Stimmt, aber was. Ich habe eine leicht bessere Grafikkarte als du nachgerüstet. Ja, ich glaube, du hast die HD 7870, glaube ich. Genau, ich habe die 7870 und du nur die 7850. Die hat leicht mehr Leistung, genau. Meine. Also von Hause aus schon mal. Die zu viele, das sein. Ding hatte, als ich nachgeguckt habe, ja 35 Drohnen an Bord noch. Okay. So, aber es waren schon die ersten im Raum. Das heißt, so viel. Da haben wir 4, 6, 7, 8, 10. Ich glaube, 14 Drohnen dürfen wir vorgeführt. Oh, die Antriebe erstmal weg. Nochmal weg damit, ja. Aus Schusslinie vom Schiff selbst raus. Ach, da verstecken sich noch ein paar. Sag mal. Schilde kritisch. Ist ja kackendreist, wo sich an dem Schiff Waffen verstecken. Ja. Och nö, nicht noch einer.
Wie noch einer? Da kommt doch so ein Ding an. Noch so ein großer. Ja, warum? Und Twitch sagt jetzt, nö. Du darfst dich nicht bewegen. Ich lade mal schnell die Twitch-Seite neu. Ja, mach das, mach das. So, also ganz ehrlich, jetzt geht das Ding hops. Ich habe keine Schnauze voll. Mit zwei gleichzeitig anlegen ist zu viel des Guten. Einfach mal echt zu viel. Ich finde es halt schade, dass Twitch fehlt eigentlich noch echt so, wenn dieser Ladekreis kommt, so wie bei YouTube, dass man Snake spielen kann. Das wäre jetzt echt super irgendwie. Weil da würde ich jetzt sagen, was ich hier gerade für einen Rekord in Snake habe oder sowas. Nee. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Juhu.